Schönen guten Tag, herzlich willkommen bei Amazon FBA bei Markus. Sprechen wir mal über den Punkt, wo du dein erstes Amazon-Produkt gefunden hast und einen Lieferanten dafür hast. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo du wirklich den Abzug ziehen musst und für deine Ware zahlen. Und ich weiß, die meisten Leute, die machen sich dann wirklich große Gedanken, wie kann ich möglichst sicher zahlen und vielleicht sogar, wie kann ich möglichst günstig zahlen. Für die meisten ist es schon sehr stressig, im Internet einzukaufen, vielleicht zum Beispiel auf eBay Geld zu überweisen für irgendeinen Kleinteil an einem Verkäufer, was du nicht kennst. Und jetzt musst du für deine Amazon-Ware eine große Summe zu einem anderen Kontinent überweisen. Und das ist für ziemlich viele sehr stressig, wenn sie das zum ersten Mal machen und überlegen sich dann vielleicht, was die beste Möglichkeit. Soll ich per PayPal zahlen? Muss ja irgend sowas wie Käuferschutz gibt oder nicht? Oder per Kreditkarte, wo man Geld zurückziehen kann für den Fall, dass gar nicht geliefert wird? Oder soll ich vielleicht auf Rechnung bestellen und von meinem Bankkonto überweisen? Was ist da die beste Taktik für? Und ich kann dir sagen, alle drei sind es nicht. Denn der Zeitpunkt, wo du dir Gedanken machen musst, dass du sicher bezahlst, der ist viel früher in der Kette. Und die Methode, um möglichst günstig zu bezahlen, ist auch keine von den drei. Darum geht das Video, wie zahlst du sicher nach China, wie zahlst du möglichst günstig nach China und mit was für einer Methode. Also wenn du Praxisinformationen, wie diese hier schätzt, dann lass ein Abo da, klick abonnieren unter dem Video und das Glockensymbol daneben und werd Mitglied der größten Amazon-Community hier im deutschen YouTube. Du möglichst günstig nach China und mit was für einer Methode. Und ich hatte das Video offensichtlich schon fertig, aber ich habe mich gerade entschieden, ich spanne euch nicht auf die Folter. Ich komme mal hier in dem Moment schon auf den Punkt, bevor wir es später im Video ausführlich zeigen. Es ist Wise. Wise, der Zahlungsdienstleister, der sich spezialisiert hat auf internationale Zahlungen in Fremdwährung. Ich kann dir sagen, den benutzt praktisch jeder, der schon lange im Business ist und mit Zahlungen in andere Währungen zu tun hat. Und was die Gründe sind, was alle Vorteile sind und wie man das meiste daraus macht, zeige ich gleich im Video. Und deswegen ist der Link hier einmal eingeblendet, wie du direkt zum Geschäftskonto von Wise kommst, was komplett kostenlos ist und dir massig Geld sparen wird. Plus du findest den Link nochmal hier unter dem Video in der Videobeschreibung. Also weiter geht's mit dem Video. Kommen wir aber sofort mal zum ersten Punkt und klären wir, warum die Zahlungsmethode als Zeitpunkt viel zu spät ist abzuklären, dass du Sicherheit hast bei deiner Zahlung. Denn um die Basis zu schaffen, musst du vorher ansetzen und das fängt an bei der Lieferantensuche. Sehr viele von euch werden wahrscheinlich starten über Alibaba.com, um einen Lieferanten weltweit im Ausland zu finden. Und das sind einfach die zwei Häkchen, die du setzen solltest, wenn du hier auf Alibaba eine Fabrik suchst für dein Produkt. Das ist Trade Assurance und das ist Verified Supplier. Das sortiert hier schon mal alle Leute aus, die es nicht sind bzw. es nicht akzeptieren. Das eine ist nämlich die Alibaba-Versicherung für dieses Geschäft. Ja, Alibaba.com, die Plattform, bietet dir eine Versicherung an und das ist ein Service, wo die ganze Zahlung an den Alibaba-Treuhänder geht, bis die komplette Lieferung an deiner Zieladresse zum Beispiel in Deutschland ist und du bestätigst, dass alles geliefert wurde wie abgesprochen und erst dann kriegt die Fabrik das Geld. Und Verified Supplier, das stellt sicher, dass die Fabrik von Alibaba wirklich besucht wurde. Jeder, der auf Alibaba anbietet, der wurde irgendwie überprüft, aber Verified Supplier, das ist halt der Goldstandard. Dann guckt Alibaba tatsächlich vorbei und untersucht, dass das Unternehmen auch wirklich eine Produktion hat und alles ist wie beschrieben. Und wenn du die Filter gesetzt hast, dann guckst du noch hier auf die Jahreszahl. Der Anbieter ist zum Beispiel seit 7 Jahren auf Alibaba. Also wenn nicht gerade frisch dabei ist, seit weniger als einem Jahr oder gerade mal seit einem Jahr, der wird auch hier viel drauf achten, seinen Account zu behalten, nicht von Alibaba gesperrt zu werden. Und die Unternehmen, denen kannst du deswegen auch einen Vertrauensplus schenken, wenn du deinen Auftrag international abgibst. Das ist übrigens nochmal die Seite der Trade Assurance. Das kannst du dir einfach anklicken, indem du auf das kleine Icon klickst, wenn du das bei dem Lieferanten siehst und bekommst es nochmal erklärt, wie der Ablauf ist. Mein bester Tipp dafür, um da das Maximum rauszuholen,
Bleib, wenn du das wirklich nutzt, hier beim Alibaba-Chat-System. Wenn du auf Kontakt-Supplier klickst, dann kannst du mit der Fabrik schreiben und lass die Konversation auf Alibaba. Dann kann Alibaba hinterher auch gucken, was alles abgesprochen wurde. Und umso klarer du deine Anweisung gibst, was du willst, in Größe, Menge, Ausführung, Farbe, Funktion, umso klarer muss dann hinterher auch geliefert werden. Umso mehr du vom Lieferanten als selbstverständlich erwartest und nicht angibst bei der Diskussion um die Bestellung. Sei es zum Beispiel, du bestellst ein rotes Taschenmesser, was dann in einem leichten Pinkton angibt, weil ihr zwei verschiedene Vorstellungen von Rot habt. Also für sowas gibt es zum Beispiel klare Farbtabellen mit Farbcodes, wo man das definieren kann. Und alle wichtigen Details sollten erwähnt sein. Dann bist du auch in der stärksten Position, wenn geliefert ist, und kannst darauf bestehen, dass dein Geld nur weitergegeben wird, wenn deine Bestellung komplett erfüllt ist. Eine Alternative ist zum Beispiel auch eine Beschaffungsagentur zu engagieren, die für dich in China sucht. Auch die werden sowas anbieten wie ein Treuhandservice und nur nach erfolgreicher Inspektion deine Zahlung freigeben. Kommen wir also deswegen darum, wie du denn zahlen kannst. Und sprech mir auch mal die Probleme an, denen du entgegenstößt, wenn du außerhalb der EU bezahlen willst. Zum Beispiel, dass du vielleicht in deinem Online-Banking gar nicht die Möglichkeit hast, eine andere Bankverbindung als eine IBAN anzubieten, weil IBAN wird nur in Europa benutzt. Wie überweist du zum Beispiel in die USA oder nach China oder nach Indien, wenn du von da Ware bestellen willst? Dann musst du also erstmal eine Bank haben, die dir sowas überhaupt anbietet. Oder du überweist und stößt dann darauf, dass dir deine Bank gleich mal vielleicht 30, 35 Euro für die einfache Überweisung abzieht, die innerhalb Europas kostenlos ist. Das sind nämlich ganz andere Gebühren, wenn es international will. PayPal wird bei vielen als sehr sicher angesehen. Sobald der Lieferant aber einen Liefernachweis erbringen kann, bist du da raus mit deinem Schutz und hast eine heftige Überweisungsgebühr von 3-4,5%, je nachdem wie international es wird. Und das sind bei den Mengen, für die wir hier Ware kaufen, schon ganz ordentliche Summen. Und dann kommt das nächste, ein schlechter Umrechnungskurs, weil Umrechnungskurs ist nicht gleich Umrechnungskurs. Du wirst häufiger im Google suchen, wie viel Euro aktuell 1000 Dollar sind. Und da kann ich dir versprechen, wenn du bei deiner Bank überweist oder wenn du sowas wie PayPal nutzt, dann hast du nochmal plötzlich ganz andere Umrechnungskurse, als dir Google anzeigt. Weil dort verdienen die meisten Kreditinstitute nochmal gleich mit. Und aufs Produkt umgerechnet sind es vielleicht hier nur ein paar Cent und da nur ein paar Cent. Aber ich kann dir sagen, wenn du auf sowas nicht achtest, da bleibt dein Gewinn liegen. Du machst nur Gewinn, wenn du wirklich am wenigsten ausgibst, um die Ware zu beschaffen. Und deswegen sind das Sachen, die du leicht umstellen kannst und hier schon anfängst, Geld mitzunehmen. Und deswegen gleich mal meine Empfehlung, wise.com, Link findest du hier unterm Video. Und ich sage dir auch ganz konkret, warum ich die benutze. Das ist jetzt nicht nur irgendein Video. Hier ist meine Wise-Karte und die habe ich nicht erst seit gestern, die benutze ich seit Jahren. Und so ziemlich jeder andere Händler, der online einkauft und damit Erfahrung hat, der kann dir das bestätigen. Kommen wir zum ersten Punkt, perfekte Ergänzung zu deinem Bankkonto. Wise ist ein Zahlungsdienstleister. Es sieht praktisch aus wie alles, was du von deinem Online-Banking kennst. Aber es ist speziell dafür ausgelegt, internationale Zahlungen zu machen und international Zahlungen zu empfangen. Du kannst auf einem einzigen Geschäftskonto 50 Währungen verwalten und das ist etwas, was dir wahrscheinlich kaum eine andere Bank bieten kann. Schnelle und günstigere internationale Überweisungen, 19 mal günstiger als PayPal, das ist mal eine Ansage, und im Durchschnitt 9 mal günstiger als deiner Hausbank. Und ich kann mir gut vorstellen, für die meisten, die vielleicht bei der Volksbank Sparkasse sind und die jetzt hören, ich soll einen Zahlungsdienstleister nutzen, den ich übers Internet erreiche, wie sicher ist das? Also die machen das seit 2010. Die sind seit über 10 Jahren dabei und sind absolut der größte Anbieter in der Branche. Also so übersichtlich sieht es aus, wenn du dich einloggst in dein Wise-Konto. Hier oben hast du direkt einen grünen Button, der heißt Geld überweisen. Das ist wahrscheinlich, was du gerade suchst, wenn du dich einloggen willst. Schon mal sehr praktisch, du kannst deine Karten verwalten, du kannst Nutzer verwalten, also wenn du andere Kollegen, Mitarbeiter im Unternehmen hast, kannst du denen Zugriff geben, das ist schon mal sehr gut. Da kann man hinterher auch nachverfolgen, wer was gemacht hat und dann siehst du im unteren Abschnitt deine Guthaben in den jeweiligen Währungen, mit denen du arbeiten möchtest. Das kannst du alles selber ziemlich leicht hinzufügen
Und hier unten siehst du nämlich auch, eröffne ein Guthaben. Und mit einem Klick wählst du schon deine Währung aus und hast ein weiteres Unterkonto in einer Fremdwährung, falls da noch was weiteres gibt, was du ständig benutzt. Und deswegen ist es super praktisch, schon mal Zahlungen zu empfangen, wenn du Zahlungen hast, die vielleicht in noch anderen Währungen außer dem Euro kommen, weil du vielleicht auf Amazon.com anbietest oder noch irgendwie einen Store hast und Leute international bezahlen wollen oder vielleicht in Amazon England und British Pounds bekommst, dann kannst du dort mit einem Klick so ein weiteres Fremdwährungskonto anlegen, hast eine Bankverbindung, die lokal zu dem Land der Währung ist. Ja, dann hast du eine amerikanische Bankverbindung, eine britische Bankverbindung und kannst sie direkt dort bei Amazon hinterlegen. Und das Ganze funktioniert auch mit Amazon, mit Stripe, das beide benutze ich dafür, mit Etsy, eBay, PayPal, sag was du willst. Alle großen Plattformen funktionieren mit deinen Wise-Währungskonten. Und für mich war damals der ausschlaggebende Grund, Wise zu benutzen, weil ich einfach Zahlung hatte in fremde Währungen und wollte das möglichst einfacher haben. Weil damals hatte ich noch ein Volksbankkonto, mit dem war ich auch super zufrieden für mein Businesskonto. Ich hatte nach Amerika überwiesen und dann haben sie mich zurückgerufen, weil es da verschiedene Formate bei den Clearing-Nummern gibt und die irgendwas mit mir absprechen mussten. Dann musste ich wieder bei dem Händler anrufen und schreiben und das Online-Banking dort war einfach nicht zugeschnitten, wirklich in Auslandswährungen zu überweisen. Und das macht Wise viel, viel einfacher. Du kannst in 80 Ländern überweisen, du bekommst den echten Umtauschkurs und alle Kosten vorab. Und so sieht es aus, wenn du überweisen willst. Ich habe jetzt mal in mein US-Dollar-Konto geklickt und auf Überweisen geklickt. Und dann öffnet sich die passende Vorlage gleich mit der passenden Währung US-Dollar. Ich kann hier reintragen, wie viel Geld ich überhaupt überweisen möchte. Ich sehe gleich, dass es 51 Cent Gebühr sind für die Überweisung. Und wenn ich dann auf Weiter klicke, dann gebe ich noch die Empfängerdaten ein. Und da siehst du diesen zugeschnitten auf Empfänger in den USA mit Kontonummer, mit ACH, Routingnummer. Das hört sich für uns schon mal ungewohnt an. Und dann gibst du die Adresse ein und klickst auf Weiter. Es ist eine sehr, sehr einfache Maske. Ich kann dir sagen, bei vielen Banken ist es deutlich komplizierter. Und das ist, was ich absolut an Wise schätze, wie einfach es ist zu bedienen, wenn man sowas Kompliziertes machen muss, wie in Fremdwährungen zu überweisen. Und ein unschlagbarer Vorteil ist es auch überhaupt, das Guthaben in der Fremdwährung halten zu können. Wenn du zum Beispiel auf Amazon.com handelst und du bekommst deine Gelder in US-Dollar von den Kunden ausgeschüttet, von Amazon überwiesen, dann kannst du es in US-Dollar gleich auf dein Konto lassen. Und wenn du das nächste Mal in China bei deinem Hersteller die Ware bestellst, überweist du ihm direkt wieder die Dollar. Ich kenne einige Leute, die machen sich die Arbeit nicht, die schieben sich das auf ihr Euro-Konto, lassen sich es von der Bank gleich in Euro umrechnen, zahlen dabei Gebühr für die Umrechnung, kriegen einen schlechten Wechselkurs, verbrennen gleich Geld und wenn die nächste Bestellung in China ansteht, dann wechseln sie das wieder zurück in Dollar und dann geht das von vorne los, dann geht es wieder Gebühren an die Bank und du verbrennst dabei unnötig dein hart erarbeitetes Geld. Und du kannst 50 verschiedene Währungen halten und dafür extra Unterkonten haben. Das wäre wie bei 50 Banken der Welt, einzelne Konten zu haben. Nur, dass du dich hier an einer Stelle einloggst und Zugriff auf alles hast mit einem Mausklick. Und das kann ich hier auch mal live demonstrieren, wie einfach es ist, das Geld dann umzutauschen. Wenn es soweit ist, wenn du sagst, ich muss meine Fremdwährung in Euro wechseln, weil ich es darüber haben möchte. Ich sage jetzt Wise, dass ich 1000 US-Dollar in Euro wechseln will, mit Weiter ist es schon gemacht, das sind wirklich nur zwei Klicks, die du brauchst. Und sie sagen dir an, wie hoch die Gebühr ist, die ist nämlich 4,18 Dollar. Und dann zeigen sie den aktuellen Kurs an und ich bekomme dadurch aus den 1000 Dollar 859,44 € ausbezahlt. Jetzt können wir ganz gleich mal nachprüfen, ob das auch der aktuelle Währungskurs ist. Also 4,18 Dollar waren die Gebühr, die rechne ich oben drauf. Da sind wir ungefähr bei 863 Euro, was mir Google gleich anzeigen müsste. Also probieren wir es mal aus. Und das ist das Ergebnis. Google sagt, 1000 Dollar in Euro sind aktuell 863 Euro. Tatsächlich, Wise gibt mir exakt den Umrechnungskurs, den mir Google auch tagesaktuell anzeigt. Wise ist ein Zahlungsdienstleister, spezialisiert auf Fremdwährungen. Sie sind keine offizielle Bank, auch wenn ich einloggst und alles funktioniert so, wie du es von einem sehr, sehr einfachen Online-Banking erwartest. Aber trotzdem geben sie dir eine Karte heraus. Das ist meine Karte für mein Konto.
Falls ich dringend was bezahlen muss und ich mein normales Bankkonto nutzen möchte, kann ich also direkt auch von meinem Wise-Konten hier mit einer Debitkarte direkt bezahlen. Also auch die Möglichkeit hast du. Und an der Stelle, ich glaube, ich habe gar nicht über die Kosten gesprochen, was es überhaupt kostet, so eine Karte zu haben und was es kostet, Wise-Kunde zu werden mit so einem Multivährungskonto. Die Antwort ist ganz einfach, es ist kostenlos. Für die Karte berechnen sie dir das Porto, den Versand, das war's aber, es gibt keine Jahresgebühr oder Monatsgebühr. Und genauso für das Konto, für das Währungskonto. Die einzigen Gebühren, die anfallen, ist tatsächlich, wenn du es nutzt, wenn du internationale Überweisungen machst. Es gibt keine Monats- oder Jahresgebühr, einfach nur, um das Konto zu haben, um Kunde zu sein. Und deswegen macht es zu einem absoluten Muss zu haben. Den Link findest du hier unterm Video, wenn du dir gleich ein Wise-Konto aufmachen möchtest. Es ist sehr einfach, das kann ich dir nur sagen, dort Kunde zu werden. Schnell und einfach waren noch meine nächsten Stichpunkte, die ich mir hier aufgeschrieben hatte. 50% der Überweisungen, die du machst, kommen schon innerhalb der ersten Stunde an. Das ist sehr schnell. Dann hast du die Wahl zwischen der Webseite, die ich persönlich immer benutze, oder einer Handy-App, die dir Push-Benachrichtigungen schickt, wenn Geld reinkommt, wenn du deine Karte eingesetzt hast. Du kannst auch alles, was du hier gesehen hast, komplett vom Handy aus machen. Ich habe das Wise-Konto auch schon meiner Freundin empfohlen, die keinen Computer nutzt, die alles vom Handy aus macht. Und die war absolut begeistert davon, wie einfach die Handy-App ist. Ich sehe gerade den Link zur Registrierungsseite, hatte ich mir hier auch aufgeschrieben. wi.se für wise/FBA bei Markus findest du hier als Link unter der Videobeschreibung. Jetzt weißt du also, wie du möglichst sicher und möglichst günstig international zahlen kannst und Zahlungen empfangen kannst. Der Link zu Wise ist übrigens ein sogenannter Affiliate-Link. Das heißt, ich erhalte eine kleine Provision für jeden Neukunden, der sich dort einschreibt. Heißt aber nicht, dass ich sie deswegen empfehle. Wer meine Kommentare durchsucht oder in der Facebook-Gruppe sucht oder sogar in meinem Kurs ist, der weiß, dass er bisher auf genau die Frage genau immer diese Antwort bekommen hat, auch ohne einen Affiliate-Link dabei. Die empfehle ich wirklich schon seit Jahren. Und zum Schluss meiner Videos lese ich immer noch einen Kommentar vor. Und das war eigentlich der Grund auch, warum ich das Video heute gemacht habe. Vor 3 Tagen hat Abdullah geschrieben, hallo Markus, würde man Probleme mit einem Wise-Konto für eine Limited in der UK erhalten? Geschäftsmodell, Firma in UK, Verkauf in Deutschland auf FBA? Nein, Wise ist ein internationales Konto, egal ob du in England bist, Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Du kannst mit jeder Firma dort Kunde werden, sehr einfach, und die Bankverbindung dann tatsächlich für jeden internationalen Marktplatz nutzen. Ich benutze Wise als internationale Währungskonten neben meinem eigentlichen Firmenkonto. Und speziell, wenn ich was in Fremdwährung zu zahlen habe, schicke ich dann Geld auf mein Wise-Konto, tausche es erst dort um und schicke es dann weiter an den Empfänger oder gebe meine Wise-Kontonummern an, wenn ich irgendwo Fremdwährung zu empfangen habe. Deswegen kann ich auch nur von Vorteilen berichten. Also vielen Dank, Abdullah, für die Videoidee. Damit ist deine Frage auch bestens beantwortet und auch für alle anderen Leute, die genau das Bedürfnis haben. Was sicherlich auf jeden zukommt, der Amazon betreibt. Also wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall noch ein Like da. Ich freue mich über jeden Like, den ich hier sehe unter dem Zähler. Also mach den Klick. Vielen Dank dir auf jeden Fall dabei. Hab eine großartige Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.